schon wieder meine Wort. Aber, ja, ein großes Aber. In Horikos gibt es einfach nur so eine richtig blöde Mission. Und da schrecke ich mich ständig. So, da ist eine Kugel versteckt. Wie kommen wir an die Kugel? Natürlich fliegen wir rundherum. Und kommen so an die Kugel. Mhm. Yay! Jetzt haben wir schon 10 Kugeln. Ach, Leute, wir sind so gut. Und wen sehen wir da wieder? Geldsack. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, wir gehen jetzt zuerst nach Rückus. Und das Level kann man zu 100% beenden. Geldsack sprechen wir dann später. So, wunderschöner Baum. Ich mache jetzt nur einen kurzen Schnitt und bin gleich wieder da. So, nach einem kurzen Schnitt geht's wieder weiter. Und wir fangen Horikos an. Hm? Ja, das schaffen wir noch locker. Gefundene Schätze 161, Schätze insgesamt 913. Ankunft in Horikos. Genau die Viecher hasse ich hier. Nicht diese großen, fetten da. Nee, nee. Das Vieh, das so böse, böse lacht. Oh, hier ist er weg. Ich lass wegpusten. Geht aber nicht. Schade. Hallo, du Schwächling. Wir hatten immer Ärger mit den Daumenschraubern. Und jetzt haben sie Kraftfelder errichtet, um uns zu trennen. Wenn du Dioden findest, kannst du die Felder ausschalten. Okay. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Diode ist. Aber meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Vielleicht liegt's an deiner zertrümmerten Brille. Nicht viele wissen, dass Dinge aus Metall feuerfest sind. Ich denke jedoch, dass ein harter Bursche wie du sie einfach mit dem Kopf umstoßen könnte. Ja, feuerfest. Wieso hat Stahl dann eine Feuerschwäche im Pokémon? Ach, die Mysterien unserer Welt. Diode! Es ist zwar nicht dasselbe wie Schlüssel. Aber, naja, es reicht dann. Momentan. Wow. Ich glaube doch, hier gibt es doch Körnerpunkte. Weil sonst wären die Windmühlen nicht da. Keine Ahnung, aber... Ich mache jetzt einfach alle Windmühlen platt und sehe dann, ob es hier Körnerpunkte gibt. Schau mal, das ist ein Regenbogen. Oh mein Gott, ein Regenbogen. Ob es hier Körnerpunkt gibt oder nicht. Bam. Ganz einfach umgestoßen. Platt gemacht. Über den Haufen gerannt. Ich liebe die Regenanimation. Ja, in heutigen Spielen ist es natürlich besser, aber für die damalige Zeit, wann kam das Spiel raus? 2001 oder so. Keine Ahnung. Ich meine, für die damaligen Verhältnisse ist das Top-Grafik, das ist wunderschöne Grafik. Mit Liebe zum Detail und... Ach, ich liebe dieses Spiel. Los, schick ihn weg. Ein Moment, der dich dein Leben gekostet hat. Das gesehen, er hat seinen Roboter auf Wiedersehen gewunken. Heieiei. Wo sind wir hier nur angelangt? Seht ihr, Sparrow 1 wäre das jetzt nicht möglich gewesen. Weil die hätten jetzt gesagt, nee, nicht mit mir, du Alter. Nee, nee, nicht mit mir. Diode! Okay, es ist jetzt nicht so schön reingeflogen. Diode! Hallo, na? Yay. Ach, ich liebe es einfach so, Gegner hier platt zu machen. Weil das macht einfach Spaß. Hm? Wow, wir haben schon 1027 Edelsteine. Edelsteine. Ja, und ihr seht, hier gibt es auch so richtig hardcore Windmühlen, die man nicht einfach so platt machen kann. Ja, geht nicht.
Die Windmühle machen wir mit diesem Powerpunkt platt. Was das für ein Powerpunkt ist, werdet ihr sehen, sobald sie sich aktiviert. Oh, vom ersten neuen Gegner besiegt, oh mein Gott. Wow, lustiger Grafikfehler. Na komm her, du. Bam. So. Ihr seht, eine weitere Truhe, die man nicht einfach so öffnen kann. Tschüss, du. Da hinten ist die Mission, die ich nicht mag. Naja, eigentlich mag ich Rubikus, weil die Musik hier ist einfach geil. Ich glaube, es gibt in jedem Level andere Musik. Also außer den Hammer, dann ist, glaube ich, die Musik doch ähnlich. Eine weitere Windmühle, die wir kaputt machen. Naja, wir Spyro unterstützt Windenergie nicht. Ach je. Musste sein, tut mir leid. Naja, Spyro tut das vielleicht nicht, aber ich schon. Ich bin... Nein, ich will die Diode noch nicht reinstecken. Mein Gott. So ein aufdringliches Spiel. Ja, aufdringliche Dioden sind das. So, du wirst kaputt gemacht, du Daumenschrauber. Oder Daumenlutscher. Ich hole noch die beiden Edelsteine, ich will die Diode nicht reintun. Danke für den Zapfhündchen. Zoe. Fünkchen? Zoe? Zoe ist doch viel besser als Fünkchen. Wie hat sich eigentlich den Namen Fünkchen ausgedacht? Was sind zwar Jäger und Elora? Stirb! Dann ist weg. Hallo, du Elektroll. Ah, diese diebischen Daumenschrauber klauen immer unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzen und unseren Generator aktivieren könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Blitzsteine? Blitzsteine ersetzen, Diebe fangen. Schwierigkeit 4 Sternchen. Oh mein Gott. So eine dumme Mission mit einer Schwierigkeit von 4 Sternchen. Ich habe doch jetzt gerade einen platt gemacht. Mein Gott, was soll das? Okay, Spyro ist heute nicht so spuckfreudig wie damals. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschrecken, wenn der Alarm los geht. Ja, ja, hier geht ein Alarm los, sobald die Steine weggenommen werden. So. Und ich habe mich da als... Als ich noch ein Kind war, habe ich mich da immer erschreckt. Ich sag's doch ständig. Und... Nee, der Alarm kommt auf einmal so... Dü, oder was auch immer der macht. Und da erschrecke ich mich einfach. Da erschrecke ich mich einfach. Hab ich doch gesagt. Tu doch mal Dieb. Stirb. Ich hab wieder stirb gesagt. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er, der Ekelhafte. Der Ekelhafte ist er. Ja. Sollte doch nur einer jetzt sein. Nee, ich lass dich jetzt nicht flüchten. Wetten, er ist jetzt weg. Na klar, ist er jetzt weg. Er hat sich weggeportet. Oh, wir haben 2 von 10 gefangen. Ah, naja. Ist da nicht so gut, aber wir haben es... Ja, trotzdem. Ach, klappt doch. Ja, das klappt doch. Noch eins, ich liebe das... Geräusch. Wenn Spyro etwas aufnimmt. Geräusch ist einfach genial. So. Ach je. Hier wurde auch ein Stein gestohlen. Mein Gott. Was soll das? Was soll der Stuss? So. Den tue ich mal hier rein. Jetzt habe ich hier alles aktiviert. Man sieht da Fortschritt. Ja, ungefähr die Hälfte haben wir. Der Alarm ist einfach so aufdringlich. Ey, ich habe mich voll weggepustet, Alter. Alter, sei kein Cheater. Sei kein Cheater, lass dich wegpusten. So, 4 von 10. Ach, was sind das für asoziale Diebe? Also, Diebe sind eh asozial, aber die sind noch asozial, weil die so einen riesen mega Alarm auslösen müssen. Haben die noch nichts von... Mein Gott, wie oft brauche ich denn jetzt, um das hier zu treffen?
Ja, die können doch einfach reinschleichen, ohne den Alarm auszulösen. Wie ich hier reingekommen bin zum Beispiel. Ich habe auch den Alarm nicht ausgelöst. Okay. So. Okay. Warte mal. Nee, nee, so geht das nicht, mein Freundchen. Nee, so funktioniert das wirklich nicht. Du musst warten, bis ich hier weg... Oh, mein Gott. Meine Fresse, komm. Das scheint alles so funktionstüchtig zu sein. Ich hier für eine Sekunde weg und der kommt und stiehlt hier den Stein aus. Gut. Zumindest ist der Alarm nicht mehr so laut. Und ich fühle mich hier irgendwie verarscht. Nee, seriously. Ich will, dass der Stein jetzt hier drin bleibt. Punkt. Aus. Ende. So. Na, klappt doch. So. Ich wundere mich, wann jetzt der nächste Alarm losgehen wird. Ja. Sobald ich hier weggehe, wird jetzt hier ein Alarm losgehen, nicht wahr?